Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3. Mit einem schönen Blick auf Friedhof. Ja, dann wollen wir doch mal. Bergab gehen. So, da hinten hätten wir noch einen. Den will ich auch schon mal. Bekunden ist was anderes. So. Auf jeden Fall ist auch er ein schöner Akrobat, der überall hochklettern kann. Das wäre ein Meisterdieb, der kommt wirklich in jedes offene Fenster. Und auch der Punkt wäre unser. Weg da! Das ist unser Platz hier, blöder Adler. Ah, so, leichtes Clipping-Fehler. Schweben. Da. Wäre mal lustig, wenn das nicht treffen würde. So. Müssen wir jetzt hier durch die Straße. So geht's einfacher. Wenn es keinen stört, dass wir mal hier ein Pferd mitnehmen. Old Corner Ladenbuch. Da können wir hier noch gerade hoch. Ey. Ruhe. Sonst sind sie die Nächste, die mal dran glauben muss. Und ja, komm schon. Hoch, hoch, höher, immer höher. Da nicht? Hä? Ah ja, an der Seite, da macht er das. Okay, dann halt so. Und auch. Na, hier wären wir angekommen. Ah, sieht schon besser aus. Da stehen wir jetzt auch wirklich. Da wird noch ein großes Schiff gebaut. Trockendock. Gibt's nur einen Ausweg? Dann nehmen wir den Ausweg. So. Ich sehe keinen Weisen. Alter, der Kleine. Der war das wahrscheinlich. Bams. Über den Haufen geritten. Okay, das Springen funktioniert nicht ganz so. Oder mal gar nicht, oder. Okay, mit Pferden nicht versuchen, eine Abkürzung zu nehmen. Gut zu wissen. So. Wie weit ist das denn hier eigentlich noch? Ist ganz schön weit. Hätte man das vielleicht auch anders machen können? Sollen, müssen. Ja, das ist noch ein Stückchen. Okay. Na. Bams. So. Na. Und dann immer weiter. Yep. Hier waren wir schon mal.
gerade wieder so Lust, die hier mal aufzumischen. Moment mal. Wenn mir da eine Tour angezeigt wird, gibt's da bestimmt irgendwas für mich zu ergaunern? Versuch mal wieder Schloss zu knacken. Na. Hallo? Dann noch mal auf ein neues. Warum findet er nichts? Ah, jetzt hat er nicht was. Spielt das jetzt eine Rolle, wie schnell ich das mache, oder? Ist das egal, in welche Richtung? Anscheinend. Südbezirk. Ah ja, okay. Dann gehen wir hier mal querfeld ein. Sollten ja direkt hier sein. Nur durchs Tor wahrscheinlich. Werde ich ins Grenzland reisen? Ja, wollen wir. Betreten des Jagdreviers Gott irgendwas, glaube ich, stand da. Und wie weit haben wir es hier? Ja, das ist schon ein Stück. Hätten wir vielleicht mal das Pferd mitgenommen. Ja, dann laufen wir jetzt halt zu Fuß. Ja, querfeldein war vielleicht nicht die beste Idee. Durch den langsamen Schnee sind wir nicht wirklich schnell. Den kriege ich nicht mehr, schade. Ich krieg dich, ich krieg dich. So, wieder. Auf dem Weg. Na, komm hier raus aus dem Schnee. Jetzt sind wir schneller. Gibt's in dem Häuschen was für uns? Ja, stecke ich ja die Waffe schon weg, keine Sorge. Dann gib mir einfach mal dein Pferd, danke. Dann geht das doch gleich viel angenehmer. So einen kleinen Trampelpfad hier entlang. Irgendwas Feindliches wurde mir da noch angezeigt. Ja.
jetzt haben wir es dann langsam. Ich bin so leicht am falschen Weg irgendwo mal abgebogen. Dann müssen wir mit dem Pferd jetzt hier so ein bisschen mehr... Na, da runter müssen wir. Wir sind schon halb dran vorbei. Ja. Den Rest können wir zu Fuß. Was hat er denn Schönes für uns? Nicht überzeugt. Oh, ist ihm kalt. Sie hat ihr Lager nicht weit. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Ja, es wäre von Vorteil. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut ihr verlangt. Ich versuche derweil euch freistellen zu lassen. Nicht eure Schuld. Oh, hier ist schon jemand anders lang geritten. Sind schon Spuren im Schnee. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Waren das unsere Pferde? Ich glaube. Diese Spuren sind frisch. Es müssen ihre sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus kamen die Bäume. Jetzt stapfen wir hier einfach mal durch den Schnee. Ja, schauen wir mal, wo wir hier die gute Frau finden. Vielleicht hätten wir den Spuren einfach folgen sollen. Wäre wahrscheinlich am cleversten. Das mache ich auch noch mal. Ja. Hier waren die Schneespuren. Hier. Hier sind sie auch zu Ende. Toll, die bringen eigentlich wirklich weit hier die Spuren. Das waren meine, das waren die neuen. Okay, alles nicht wirklich nützlich. Dann versuchen wir hier mal durch den dicken, tiefen Schnee zu stapfen. Ah, hier sind auch Spuren. Verfolgen wir mal die Spuren. Ah, da ist er ja. Schauen, was sie uns so zu sagen hat. Wartet ihr. Oh, verdammt. Warte, komm zurück. Kehr zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber Sir! Kein Aber. Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Na, komm mal hier nicht hoch. Ich bin nicht dein Feind! Wie ist sie da hochgekommen? Bitte, hör mir doch zu! Oh mein Gott, Weib, du lass mich doch sprechen! Genug von diesen Spielchen! Ich muss dringend mit dir sprechen. Ich würde auch gern hochkommen.
haben wir erstmal ein Wolf-Problem. Okay, einmal drücken reicht nicht, ich muss so mehrmals drücken. Und dann noch eine linke Maustaste dazu anscheinend. Ja, das ist schön, wenn man so gleich ist live beim ersten Mal. Wie soll man so schnell reagieren? Ja, das ist ja nur... Was für ein Bruchteil einer Sekunde soll ich denn da die zweite Taste drücken? Habe ich irgendwas übersehen? Bin leer. Okay, jetzt geht's. Warum hat das eben nicht? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Eben wollte er nicht so wirklich. Die gute jetzt hin. Toll. Warum kommen wir nicht hoch? Wo ist die hin? Die Wo ist sie? Ah, da hinten ist er. Hä, warum bleiben wir da nicht drauf? So. Würdest du da bitte runterkommen? Ich verfolge sie ja schon. So, jetzt klettern wir hier wieder hoch, wo wir eben waren. Interessant, wir dürfen da nicht klettern. Wir, der über alles sonst klettert, was geht, kann hier nicht klettern. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven, ich komme in Frieden. Etwas Atem. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazizio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Nun sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Also ich würde sie nicht unbedingt mit dem Medaillon davon gehen lassen. Aber okay.
unweit von hier. Ja, das ist wirklich nicht weit. Und wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.